Die Red Rooms. Ausgänge 5 von 5. Sackgasse. Umgebung 5 von 5. Dead Zone. Entitäten 0 von 5. Keine feindlichen Entitäten. Überlebensschwierigkeitsklasse 3. Die Red Rooms haben eine große Ähnlichkeit mit ihrem Elternlevel, Level 0. Obwohl einige wichtige Unterschiede, die sie unterscheiden. Der Bereich ist im tiefroten Farbdunkel, von der purpurroten Tapete bis zur dunklen Raumbeleuchtung. Der Teppich ist grob und klebrig, Kontrast mit dem glatten, feuchten Teppich von Level 0 und beherbergt Kolonien von Pflanzen und schwarzem Schimmel in dunklen Ecken. Die Funkkommunikation in den Regionen ist so unzulässig wie in Level 0 und je länger ein Subjekt im Inneren bleibt, desto schlechter wird die Qualität der Kommunikation, bevor sie vollständig zum Stillstand kommt. Die MEC haben drei Fälle von Feldagenten dokumentiert, die Red Rooms zum Opfer gefallen sind, von denen keiner wieder gesehen wurde, nachdem sie sich ihre Kommunikation verschlechtert hatte. Diese Beweise deuten darauf hin, dass die Räume extrem schwierig und unmöglich zu entkommen sind. Während dieses kurzlebigen MEC-Kommunikation wurde das Gebiet als viserales, unangenehm und im Allgemeinen beunruhigend beschrieben. Betroffene Personen berichten vom Gefühl von Ekel, Verzweiflung, Paranoia sowie dem Gefühl von Klaustrophobie. Diese starken Emotionen verschlimmern den Stress, der oft mit der plötzlichen Trennung von der Monotonie von Level 0 eingeht. Diese Räume sind nicht zu betreten. Wenn sie entdeckt werden, drehen sie sich in eine andere Richtung, versuchen sie unter keinen Umständen, sie zu betreten. Es ist bekannt, dass innerhalb der roten Räume keine Stützpunkte, Gemeinden oder Außenposten existieren. Eingänge. Die roten Räume dürfen nur durch Level 0 vollständig zufällig betreten werden, nachdem sie eine Ecke gedreht haben. Es wurde noch keine Methode zur Feststellung gefunden, in der das Niveau, auf dem sie erscheinen werden, gefunden wurde. Ausgänge. Nachdem man die Red Rooms betreten hat, besteht keine Chance auf einen Ausgang. Rot. Sie seufzte und rutschte auf die Knie gegen die rote Wände und saß. Sie war erschöpft, nachdem sie jede Methode im Buch ausprobiert hatte, um aus diesem Albtraum der Dunkelkammer herauszukommen. Was gab es noch zu versuchen? Sie hat diesen Ort vor einer Stunde betreten. Sie war immer wieder in Level 0 gelaufen, einem gemeinsamen Ziel für sie. Es war ein Ort, an dem sie von Natur aus niemand stören konnte. Ein Ort, an dem die Summen der Lichter ihren stürmischen Geist beruhigten. Die Stille betäubte sie. Aber diese einheitlichen Geräusche war ruhig. Leider brauchte sie nur eine falsche Wendung, um sich dieser Annehmlichkeiten beraubt zu sein. Es war, als hätte sie sich die gelbe Haut dieses Ortes abgezogen und darunter rot offenbart. Alles war aus Zinnister. Die Summen der Lichter war anders. Es ließ ihre Ohren bluten, wie ein Klaxon-Synthesizer. Sie stolperte zurück, nur um gegen eine Wand zu schlagen. Der Ort, an dem sie eingetreten war, wurde durch eine Wand abgedichtet, die so aussah, als hätte sie immer da sein können. Die Wände waren kalt und feucht, als sie inspizierten. Sie sah sich um und suchte nach einem Weg zurück in Sicherheit. Der Teppich, weil er vage nach Kupfer roch, war klebrig. Dieser Ort hatte ein visuelles Unbehagen, das ihren Geist durchdrang und ihren Fortschritt verlangsamte. Sie hatte kein Papier, mit dem sie diesen Ort kartieren kann. Also musste sie eine mentale Aufzeichnung führen. Sie drehte ein paar Ecken und befand sich in einer Sackgasse. Und noch eine. Dieser Ort war linear und klein. Es gab Löcher, die über den Ort verstreut waren, die alle zu noch mehr Zimmern führten. Schäden dieser Art und mehr waren für sie üblich, als sie reiste. Tränen im Teppich und abgerissene Leuchten waren fester Bestandteil. Sie konnte sich diese einige Leute hier vorstellen, bevor sie versuchte, durchzuschneiden oder eine Art Tunnel zu finden. Sie bemitleidete sie aber. Ihre eigene Hoffnungslosigkeit begann, sie nicht niederzulassen. Ein bemerkenswertes Dekorationsstück war eine Zählung, die in einer der Wände am Anfang eingeschrieben wurde. War und derzeit die Zahl 74 zeigt. Es erregte sie aber, da es sehr absichtlich gestützt zu sein schien. Aber es gab keinen Zweifel im Kopf, dass sie wusste, wofür es stand, und es erschütterte sie. Sie würde hier sterben. Aus Verzweiflung kletterte sie unbeholfen durch eine der engen Löcher in der Wand und kratzte an ihr Bein auf einem Holzfundament. Sie fuhr durch den neuen Zimmer weiter und suchte erneut nach einem Ausgang, aber ich war schon einmal hier. Ihre schlimmsten Ängste wurden bestätigt, als sie diesen neuen Bereich nach Anzeichen für das Gegenteil durchsuchte. Aber es war zwecklos, die waren identisch. Mit dem Set, in dem sie bereits gewesen war. Startraum, Flur mit einer Kurve, Zellraum, Flur mit zwei Kurven, leerer Raum. Das war ein Weg, den sie von einem Loch zum anderen kannte. Sie versuchte es erneut in diesem leeren Raum. Startraum, Flur mit Kurven, Zellraum, Flur mit zwei Kurven, leerer Raum. Startraum, Flur mit einer Kurve, Zellraum, Flur mit zwei Kurven, leeres Zimmer. Startzimmer. Guthaus, Art und Weise mit 1, 2, 3 zählen, Buchstabe R, O, M, O, M. Sie seufzte und rutschte auf die Knie gegen die roten Wände und saß.
Sie war erschöpft.